Hallo Leute, herzlich willkommen zum Classic CrossFit Online Programm. Wir haben Dienstag und den zweiten Tag des verschärften Lockdowns. Deswegen wollen wir euch heute mit einem schönen Workout zumindest etwas aufmuntern. Und wir machen in gewohnter Manier mit dem Kraftteil und dem Conditioning heute weiter und machen uns dafür warm mit einer absteigenden Leiter. 10, 8, 6, 4, 2 Wiederholungen bestehend aus 3 Stretches. Ihr beginnt 10 Wiederholungen vom Samson Stretch, dann Elbow Instep Stretch und Inverted Hamstring Stretch und dann 8, 6, 4 und 2. Und die Übung findet ihr auch nochmal in den Videos erklärt. Und dann bereitet euch das gut für den A-Teil vor. Hier haben wir heute eine Unterkörper-Push- und Pull-Kombination im Superset, das heißt Übung A1 ist der Bulgarian Dumbbell Split Squat. Hier bitte 10 bis 12 Wiederholungen pro Seite, danach 60 Sekunden Pause und es folgen Single Leg Romanian Dumbbell Deadlifts, hier auch 10 bis 12 Wiederholungen pro Seite. Beginnt bitte mit eurem schwachen Bein und arbeitet dann mit dem starken hinterher und dann braucht ihr wahrscheinlich für die 5 Sets um die 15 bis 20 Minuten. Und deswegen ist das Workout auch heute entsprechend kürzer. Hier nur ein 8 Minuten M-Rap, bestehend aus einer aufsteigenden Leiter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, vielleicht auch 14 und 16 Wiederholungen, bestehend aus Dumbbell Snatches und Dumbbell Overhead Lunges. Die Gewichte, wie sonst auch, Competition, RX und Skate. Und die Übung findet ihr hier auch nochmal in den Videos erklärt. Zum Accessory-Teil. Hier arbeiten wir wieder am Rumpf seitlich. 5x10 Dumbbell Sidebands pro Seite, also in Summe 100 Reps. Und dann seid ihr, denke ich, in einer Stunde 15 mit dem Training durch und könnt dann den Rest des Tages noch, wie ihr wollt, verbringen. Und dann sehen wir uns morgen. Viel Spaß und ciao.